Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn ja, die Tao-Box ist mal wieder bei mir eingetroffen von Tao-Oasis. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese duftige Box zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tao-Oasis Box ist ja... Also die Tao-Box kommt von Tao-Oasis. Tao-Oasis ist ein Online-Shop, wo man so Duftöle bekommt, Massage, also Duftöle, die man zusammen so mit Massageölen und Raumdüften und so weiter verwenden kann. Man kann die aber auch sogar in Lebensmittel reingeben, um da halt den Duft noch ein bisschen zu heben und so, ne? Die haben aber auch total coole Gadgets und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt im Sommer bekommen werden. Denn ich finde, der Sommer ist immer so ein bisschen besonders, was Düfte angeht, ne? Die Box kostet so um 30 Euro. Habe ich gerade nicht so auf dem Schirm. Bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Tao-Oasis Team, dass ihr mir die Box zur Verfügung stellt. Die Möglichkeit, eine Box zu verlosen, ist leider nicht gegeben, weil die immer so hart limitiert sind. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach diese Box mit euch zusammen auspacke und genau diese Box auch an euch verlose. Das heißt, sofern ich hier Produkte vielleicht mal aufmache, um dran zu schnuppern oder so, bekommt ihr das ja live mit. Falls ihr das blöd finden solltet, dass da ein Produkt geöffnet worden ist, dann nehmt am besten nicht an der Verlosung teil. Denn ich habe mir gedacht, dass es ganz cool wäre, weil die Boxen sind immer innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Deswegen meldet euch am besten beim Newsletter an, damit ihr das nicht verpasst, ne? Genau, und die Box verlose ich einfach an einen von euch. Ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Ja, so, die hat ein neues Design. Denn sonst war die irgendwie so kunterbunt und jetzt haben wir hier so Orangen oder Limetten drauf abgebildet. Also die sieht schon ein bisschen anders aus, sehr eintönig. Die sieht ein bisschen aus wie Sensi, oder? Just saying, Leute. Wir sollen mit der Juni-Juli-Box auch so einen Sommerflow bekommen und ich bin sehr gespannt. So riecht Natur, steht hier auch noch mit drauf. Also wir haben ja wirklich auch naturnahe Düfte auch mit dabei. Und so schaut es dann aus, wenn man den Deckel einmal öffnet. Mir kommt auch direkt so ein Orangenduft entgegen tatsächlich. Hier habe ich dann einmal den Flyer und den ersten Blick in die Box. Und die Box stelle ich mal eben hier zur Seite. Was geht denn hier? Hier gibt es noch mehr dufte Überraschungen für dich. Erfahre alles über die Produkte in der Tao-Box und sichere dir ein zusätzliches Geschenk und exklusiven Rabatt im Tao-Oasis Online-Shop. Dafür einfach den QR-Code scannen oder den Link direkt in deinen Browser eingeben. Okay, also hier haben wir auch wieder so einen QR-Code und so. Da sind jetzt sehr viele Boxen drauf umgestiegen, ne? Weil das Papier ist einfach sackteuer geworden, wissen wir alle. Alles ist teurer geworden. Und deswegen versuchen die halt einfach, die Kosten auch so gering wie möglich zu halten, um jetzt nicht irgendwie die Preise mega krass anheben zu müssen. Und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also da bin ich jetzt gar nicht so... finde ich nicht schlimm. Ich finde es immer cool, wenn man das halt so anpacken kann, ne? Also wenn du wirklich was in der Hand hast. Aber seien wir mal ehrlich, wer bewahrt das jetzt lange auf? Also ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht, dass ich die ganzen Flyer und so tatsächlich in DIN A4-Ordnern aufbewahrt habe. Bin ich jetzt aber jetzt Anfang des Jahres, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und Platz brauche in meinem Leben, hingegangen und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, gucke ich doch nie wieder rein, ne? Deswegen habe ich die auch entsorgt und deswegen, das machen, glaube ich, die meisten von uns. Deswegen finde ich das eigentlich nachhaltig, dass man sagt, nö, komm, machen wir nicht. Okay, und hier habe ich dann einfach, ne, im Browser die Sachen so drin stehen. Dann kann ich euch die Preise dazu einblenden und dann bin ich ja mal gespannt, was hier so geht. So, als erstes habe ich hier etwas, was zitrisch riecht wahrscheinlich und was für den Duft zuständig ist. Baldini bei Tao-Oasis, die Düfte zum Essen und Trinken, Zitrusdüfte, Bio-Aromen, Dreier-Set. Hier haben wir drin enthalten Grapefruit, Orange und Zitrone. Und die kannst du, wie schon gesagt, ne, tatsächlich auch nicht nur als Raumdüfte verwenden, sondern auch in deine Nahrung geben. Und das finde ich cool. Ich habe tatsächlich hier auch, muss mich einmal rüberlehnen hier, einen Krug stehen, denn ich mache das jetzt in letzter Zeit so, dass ich mir morgens halt jetzt immer eine Bio-Zitrone einfach so aufschneide und dann jedes Mal so mit Wasser auffülle. Und dann gebe ich mir das einfach immer in ein Glas und wenn, ja, das Wasser raus ist, dann kommt wieder neues Leitungswasser rein. Kannst du auch mit Sprudelwasser machen, das ist ein bisschen schwierig für mich tatsächlich, weil ich dann die ganze Zeit rülpse. Das kann ich hier bei YouTube eher weniger gebrauchen. Ne, deswegen, also kommt es halt dann immer drauf an. Ich mache das mit stillem Wasser und das könnte man dann natürlich
wenn du halt irgendwie keine Zitrone zu Hause hast oder mal Bock auf andere Düfte hast, ne, dass du hier dann, oder Geschmäcker, dass du hier dann auch einen alternativen Duft hier nehmen kannst. Und also Duft, Geschmack, Öl. Das finde ich echt geil. Also ne, 3x5 ml. Aber ich verlose das auch mit. Also das behalte ich jetzt nicht. Das wäre jetzt auch frech, wenn ich jetzt in die Box, oder? Nein, ich kann jetzt nicht das ein oder andere rauswischen. Das ist halt auch irgendwie frech, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich verlose die ganze Box, ne? Ja, da muss ich auch hier selber mal das machen. So, das nächste Produkt, was wir hier drin haben, Granatapfelsamen, Basisöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. Jo, das ist 50 ml, das kannst du halt wirklich als, ja, Serum verwenden quasi. Also zum Beispiel nachts, dass du dir nach deinem Toner und der Augencreme zum Beispiel nicht ein Gesichtsserum aufträgst, sondern einfach dieses Öl nimmst. Das ist halt super feuchtigkeitsspendend dann, ne? Und darüber dann die Nachtcreme nochmal auftragen. Oder dass man das als Körperöl nimmt, was für mich jetzt aktuell halt super, ja, spannend ist, ne? Weil ich ja meinen halben Körper wirklich einöle. Also mein Oberkörper wird ja komplett eingeölt und meine Oberschenkel, ne? Die, also von Knie bis Po, also im Prinzip von Knie bis Hals, ohne Arme und Beine. Ja, das, also ohne Arme und Unterschenkel. Ja, das wird bei mir eingeölt, damit ich halt keine Schwangerschaftsstreifen kriege. Und damit die Dehnungsfugen, die sich damals beim Wachstum ergeben haben, halt minimiert werden, ne? Ja, genau. Ja, nö, finde ich wirklich cool. Hervorragender Feuchtigkeitsspender für alle Hauttypen, besonders gut für reife, anspruchsvolle Haut geeignet, läuft, fördert die natürliche Elastizität und Festigkeit und schützt die Haut vor Umwelteinflüssen. Ich finde das immer, ja, das Wort Elastizität ist mir am Anfang meiner YouTube-Zeit immer etwas schwer gefallen auszusprechen. Ich habe mich ernsthaft hingesetzt und dieses Wort gelernt, damit ich das hier vor der Kamera, es ist total bekloppt, was Menschen machen wollte. Ich sag's euch. Ja, wirklich. Dann habe ich hier von Baldini bei Tao Oasis einen Yoga-Duft mit drin. Das ist ein Bio-Raum-Spray mit Grapefruit, Patchouli und Sandelholz. Das ist natürlich auch total schön. 50 ml sind hier drin enthalten. Wenn man halt wirklich einfach dieses Runterkommen haben möchte und sich in einen gewissen Mut versetzen möchte, dann kommt das eigentlich immer ganz gut, wenn man halt einen gewissen Raumduft auch verwendet. Also wenn ich mich jetzt in einen Raum setze, wenn ich mich jetzt, genau, sagen wir einfach mal, ich würde mich in einen frisch gestrichenen Raum setzen, dann habe ich nicht unbedingt Bock, in diesem Raum was zu essen, weil du diesen Farbgeruch in der Nase hast. Wenn ich mich aber in einen Raum setze, wo ich vorher vielleicht so eine schöne Duftlampe angemacht habe, wo Vanilleduft rausgekommen ist, habe ich richtig Bock, mir was Schönes, Süßes zu essen. Wisst ihr, sowas meine ich halt, ne? Also quasi, wenn man halt solche Dinge assoziiert. Genauso ist es halt auch, wenn ich freie Gedanken haben möchte, dann möchte ich keine schweren Düfte um mich drum herum haben. Dann möchte ich auch entweder gar keine Düfte haben, also dass ich wirklich in der Natur bin, wobei auch die Natur tatsächlich ja riecht nach Bäumen und Erde und so. Oder dass ich halt irgendwelche frischen Düfte, aquatischen Düfte um mich habe. Und wenn man hier diese Besinnlichkeit haben möchte, ist es halt so, dass viele dann auch diese Sandelholz- und Patchouli-Geschichten sehr damit assoziieren, dass man dann halt diese meditativen Geschichten machen kann. Das war gerade voll esoterisch, oder? Manchmal kriege ich es auch in den Kopf. Ja. Auf jeden Fall ist das hier so ein entsprechender Duft, den du dir dann ein, zwei Spritzer, je nachdem wie die Raumgröße ist, in den Raum machen kannst. Und dann bereitest du dich einfach schon mal so ein bisschen mental drauf vor, ein bisschen Yoga zu machen. Also das ist ja auch Anspannung, Entspannung und Körperbeherrschung und so, ne? Und sowas hat ja auch immer mit Körper und Geist Verbindung zu tun. Deswegen finde ich das auch cool. So. Ja. Ich weiß auch nicht, manchmal habe ich es auch. Baldini bei Tao Oasis, den Buddha-Duft, Aroma Roll-On mit Benzoe, Sandelholz und Tonka. Da sind wir wieder genauso beim Thema, ne? Den kannst du dir zu aromakosmetischen Anwendungen dünn auf Schläfen, Handgelenk und Fußsohlen abrollen. Genau, das hat so ein Rolfi oben mit drin und das kannst du dir dann da drauf rollen. Dann versprüht es den Duft und eben dadurch, dass du es auf die Schläfen, die Fußsohlen und Handgelenke machst, sind das auch ganz bestimmte Punkte, die dann auch irgendwas ansprechen und dementsprechend eine Wirkung auch auf den Geist haben sollen. Ja, kann man dann wahrscheinlich einfach auch in Kombination ganz gut verwenden, ne? Warum eigentlich nicht? Sodele!
es ist immer so viel Krüppelpapier drin, dass ich dann echt wühlen muss. Gerade weil ich jetzt ja auch gerade drüber nachgedacht habe, das ja auch genauso wieder versuchen einzupacken. Das wird auch noch spektakulär. Okay, dann habe ich hier Lavendel. Ich mag Lavendel, ne? Das ist ein Aromaöl, 5 ml. Das kannst du zum Beispiel mit in das Körperöl mit reingeben. Oder du tröpfelst das einfach so an bestimmte Stellen im Raum. Da gibt es so extra Specksteine oder sowas, wo man das drauf machen kann, ne? Dass dann der Duft einfach nach und nach abgegeben wird und der Raum in einen entsprechenden Duft gegeben wird. Und was halt bei Lavendel auch ganz geil ist, das ist vielleicht für alle Spinnenphobiker, Arachnophobie nennt sich das, glaube ich, die Angst vor Spinnen, ne? Ganz wichtig zu wissen. Lavendel hilft gegen Spinnen, gegen Motten, gegen Mücken. Also entweder machst du dir wirklich ein schönes Lavendelbeet genau vor dein hier Zimmer, ne? Oder so Balkonkästen kannst du ja auch zum Beispiel dir einfach so reinhängen. Oder halt so Säckchen mit getrocknetem Lavendel oder so in die Fenster hängen oder ans Bett hängen. Oder in den Schrank hängen. Oder du nimmst dir so ein Öl und dann kannst du dir das auch entsprechend dann auch, wie gesagt, auf so einen Speckstein geben. Ja, wie kriegt man das denn wohl? Na, du nimmst ein altes Kleidungsstück, was du hast, ne? Oder Stoffreste oder sowas. Dann machst du dir da ein paar Tropfen von rein und dann legst du dir das in den Kleiderschrank. Kannst ja entweder so einfach reinlegen, dann sieht es aber unordentlich aus. Oder du hängst es einfach auf, kannst ja auch machen, wenn du immer das gleiche alte T-Shirt dafür nimmst oder so, ne? Oder die gleiche alte Socke. Und immer wenn du es nicht mehr riechst, dann nachtropfen. Ich glaube, das wäre auch voll die Idee, oder? Ja, siehst du wohl. Mensch, heute habe ich echt so einen kreativen Gedönsen gefuttert, ne? Ich weiß auch nicht. Finde ich aber gut. Ja, das gefällt mir. Dann habe ich hier gerade auch mal rausgezogen, Vielkraft, ein Raumduft von Baldini bei Tao Oasis. 50 ml haben wir hier drin und sowas mag ich auch immer richtig, richtig gerne. Ich bin aktuell ein bisschen schwierig, was Düfte angeht. Ich kriege super schnell Kopfschmerzen von jeglicher Art von Raumdüften oder Düften allgemein. Ich kriege leider auch manchmal von mir selber Kopfschmerzen, von Sammy, von meinem Freund, von Essen, von Müll, von allem, was irgendwie auch nur minimal riechen könnte. Das ist aber hormonell bedingt, ne? In der Regel ist es so, dass ich sowas liebe und sehr, sehr gerne verwende und bei uns auch in den Räumen stehen habe. Aber Raumdüfte, ich liebe es. Ich finde es richtig geil. Genau, finde ich gut, dass der hier mit drin ist. Ja, so, hier unten drin ist noch irgendwie eine Zeitschrift oder sowas. Gucken wir uns auch nochmal an. Huch. Was ist das denn? Rose and Mary, wir lieben Düfte. 02 Ausgabe 2022. Hautpflege an heißen Tagen, wie Haut und Haare auch im Sommer gesund bleiben. Ätherische Öle für die Reiseapotheke, Küchenkräuter und ihre Wirkung. Do-it-yourself Naturkosmetikrezepte, Sommer in der Luft. Nee, das finde ich ja auch schön, ne? Guck mal, mit so, ja, ich mag nicht so gern Zitronenduft eigentlich, ne? Aber so Zitronen drauf, die einfach für diese Frische stehen. Und ich weiß nicht, sind das Kirschblüten oder so? Halt Blüten von Obstbäumen. Ja, da hast du dann hier so ein paar Tipps und Tricks und da ist natürlich auch super viel Bezug zu Kräutern, zu Natur, zu Baldini, zu Tao Oasis, ne? Das finde ich auch wirklich cool. Ist interessant. Einerseits haben sie hier gesagt, Mensch, wir machen hier kein Booklet mehr rein, andererseits packen sie hier eine Zeitschrift mit rein. Sei es drum. Dann gucke ich jetzt einfach mal, was hier, ob ich alles rausgefunden habe oder ob sich da noch irgendwas drin versteckt. Wir haben hier noch so einen Gutschein für Online-Duft-Yoga mit drin. Also den haben dann die Leute, die quasi die Box bekommen haben. Da ist dann so ein Code hier abgebildet. Joa, ne? Das sind auch nochmal 14,90 €. Gerade im Sommer tut eine Runde Yoga richtig gut, um Körper und Geist zu kühlen und zu beruhigen. In dieser Online-Session leitet dich die Yoga-Meditations- und Achtsamkeitstrainerin Audrey Hämmerle durch eine entspannende Yin-Yoga-Stunde. Um den wohltuenden Effekt von Yoga auf Körper, Geist und Seele zu erhöhen, verwendet Audrey dabei ätherische Öle und Düfte von Tao Oasis. Ja, die Online-Yoga-Stunde findet live per Zoom statt. Okay, also du hast einmal die Möglichkeit, dich für den 4.7. anzumelden. Das wird ein bisschen knapp, weil die Verlosung wird bis dahin noch nicht ausgelost sein, aber dann am 7.9. um 19 Uhr. Dann hoffe ich, dass die Person, die dann gewinnt, also 7.9. um 19 Uhr, ne, dann auch Zeit haben würde. Und genau, ja, dann würde ich hier auch nämlich noch den... Ach Quatsch, das kriegt man ja, wenn man den QR-Code scannt, dann kriegt man ja auch entsprechend den Code, genau. So nämlich, ihr Lieben, das wäre es dann nur gewesen, ne?
Doch, also ein schöner Inhalt. Wir haben in diesem Ding enthalten, in diesem Ding, in dieser wunderschönen Sommer-Flow-Box, diesen Yoga-Kurs, passend dazu ein Raumspray und ein Aroma-Roll-On, unser Lavendelöl, unser Granatapfelsamenöl, dann unseren Vielkraft-Raumduft, unser Duftset mit den Zitrusdüften und dann noch Rose and Mary, ein Heftchen mit dabei, was irgendwie auch gratis ist, stand da ja auch eben online mit dabei. Und ich finde die Box schön. Also man zahlt um mit 30 Euro. Die Produkte von Tauasis bzw. von Baldini sind ja auch wirklich immer sehr hochwertig und gar nicht mal so super günstig. Halt erschwinglich, aber jetzt nicht super günstig, ne? Das heißt, man kriegt auf jeden Fall einen höheren Wert der Produkte, als man halt dafür bezahlt hat. Das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen ist diese Box halt auch immer so super begehrt und super schnell ausverkauft. Meldet euch auf jeden Fall für den Newsletter an, damit ihr dann auch nicht verpasst, wenn das nächste Mal die Box online kommt, ne? Und dann wäre es das hier auch jetzt von mir gewesen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!